Er hoffte heute Nachmittag auf den vorzeitigen Herbstmeistertitel des LASK, Walter Skocic, der Trainer der Linzer. Über 4000 Zuschauer im Stadion. Der LASK in den weißen Leibchen, ganz in Rot die Innviertler Mannschaft. Mit der ersten Möglichkeit. Sanjuk, guter Pass auf Mösineder. Und eine Riesenchance für die Braunauer Mannschaft gleich in der Anfangsphase. Aber das Spiel diktieren die Linzer immer wieder über Medlitski, diesmal Eckball des Weißrussen, Grubor und Tor. 18. Minute, der Manndecker der Linzer bringt den LASK mit 1:0 in Führung. Das Spiel der Linzer machen Medlitski und Linzmeier, etwa 300 Linzer Schlachtenbummler waren nach Braunau mitgereist. Das ist der pfeilschnelle Thomas Weißenberger. Sabitzer mit der Ferse. Linzmeier aus der Distanz. Guter Schuss von Manfred Linzmeier, dem jungen Ehemann. Er hat vor 4 Tagen geheiratet. Dann Freistoß mit Litzki. Er macht alles im Spiel der Linzer. Linzmeier und Tor. 2:0. Die Vorentscheidung bereits gefallen in der 32. Minute. Manfred Linzmeier hier noch einmal mit dem linken Fuß. Keine Chance für Tormann Fietz. Der LASK führt 2:0. Dann Eckball für die Innviertler. Mocinic. Edelmeier. Und wieder eine Riesenmöglichkeit auf ein Tor der Braunauer Mannschaft. Pausenstand aber 0:2 und der Innviertler Trainer Ernst Knorek hatte sich etwas mehr erwartet. Dann wieder Thomas Weißenberger, geschickt gemacht, guter Schuss und wieder Tormann Fietz, der beste Mann der Innviertler. Dann wieder Weißenberger, Fietz kommt heraus und ein etwas umstrittener Elfmeter in der 68. Minute, gegeben von Schiedsrichter Stuchlik, der sehr hart spielen ließ, Helmut Lorenz, und das ist das 3:0 für die Linzer in der 68. Minute. Sabitzer trifft dann noch die Stange, der LASK gewinnt mit 3:0, ist Herbstmeister, aber der Trainer denkt...